Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Genau, mit dem Daniel Blitzherz und dem Kevin Kupferknospe. Yay! Das war Teamwork, oder? Aber sowas von. Voll krass. Wir sind in Drachenfels in der großen Kluft im Zyanitturm, oder wie der heißt. Und müssen hier ganz nach oben in die oberste Etage, um da irgendwas zu machen. So, und ich denke, wenn wir diese Hauptquest hier in der großen Kluft endlich fertig haben, dann machen wir uns nochmal auf nach Wintergrim. Ja. Ich hoffe nur, dass wir da nicht wieder eine halbe Stunde kämpfen müssen. Also dann bricht mir aber wieder der kalte Schweiß aus. Und dann ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war vielleicht was. Himmel, Arsch und Zwirn. Ich glaube, an dem Tag habe ich auch 50 Abonnenten verloren. Nein, nicht, aber... So, Freunde. Wollen wir euch jetzt mal kaputt machen? Mal gucken, ob es funktioniert. Ich probiere es mal einfach. Wenn er auf mich drauf geht, ich sehe dich ja, du bist ja Spinnenzerquetscher, ne? Ja. Und guck dann gleich mal auf meinen Namen drauf. Du bist Winterschreckkrieger. Richtig. Das bedeutet, dass ich Winterschreck durchhabe. Geil, hier addet mich jetzt gerade gleich einer. Bei Brave Frontier. Ja, du kannst es nicht spielen, weil dein Handy zu alt ist, sagst du, ne? Genau. Das ist natürlich schade. Weil es ist nicht nur so, dass ich was Cooles bekomme. Das Spiel an sich ist auch ziemlich gut. Ich muss sagen, das ist eins der, doch eins der besten Apps. Ja, ich hatte bei Google das eingegeben. Mhm. Weil er bei dem Play Store das irgendwie nicht gefunden hat. Ja. Oh ja, und dann sagte er zu mir, ja, dieses Spiel ist für ihr Gerät nicht kompatibel. Ja, schade, ne? Das ist nämlich wirklich cool, muss ich sagen. Das macht echt Spaß. Oh, komm, hier ist auch eine Feuerverstärkung. Du kannst so rundenbasiert gegen Monster kämpfen und dann deine Monster quasi, kannst du die Monster einsammeln und hochleveln und machen und tun. Voll die Beschreibung jetzt, aber ist auch egal. Es macht auf jeden Fall Spaß. So. Ich mach den Typen jetzt hier fertig. Hab ich kein Feuerprisma mehr? Ja, mach den mal fertig. Dann passe ich einfach nur. Aber ich habe jetzt mein Hurlifant mit gigantisch aufgestärkt. Kritisch, das erste Mal wieder. Yeah, dann wird's aber jetzt auch hinhauen, ne? Ja, sichi. Da zuckt er noch mit seinem Beinchen. Oh, ich habe eine Glückskapuze gekriegt. Oh, wie süß. Und ich habe den Ring der Vorväter gekriegt, der völlig unnütz ist für mich. Du versteckst den Schlüssel im Raum. Ich habe den Schlüssel im Raum versteckt. Juhu, dann waren wir jetzt anscheinend schon ganz oben, ne? Ja. Und jetzt sind wir wieder draußen vor der Tür. Ich muss ein paar rote Kügelchen finden. Und wir gehen zurück zu Seelen oder Seelen Schlachtenhorn. Der Gildehorn. Wie findest du Gildehorn? Ich finde total affig. Ich finde voll geil. In meiner Jugend war der gerade so aktuell drin mit Gildo hat euch lieb und Eurovision Song Contest und so weiter. Ich fand den so cool. Gildo. Da ist der Seren-Schlachtenhorn. Erster. Was? Nee, ich war Erster. Ich habe die Titanenarmee so behindert wie du. Ich wünschte, ich hätte gemeinsam mit dir in der Drachenfelsakademie studiert. Na, hallo! Flammende Tunika, völlig ungeeignet für mich. Guck, die ist Stufe 45, aber die ist... Ach, das kannst du auch alles gar nicht sehen. Was? Die Attribute. Du wirst es ja dann hier in dem Video sehen. Das ist wieder sowas, ne? Ich brauche mir dieses neue Ding nicht anzuziehen, weil dieses Teil, was ich im Moment anhab, was lediglich Stufe 30 plus ist, ist immer noch besser als das, was ich hier einsammeln kann.
Ich brauche nur auf den Namen zu klicken und dann sehe ich das schon. Ah, ich glaube, ich bin jetzt hier in der großen Kluft fertig. Sollen wir dann mal nach Wintergrim? Ja, würde ich mal sagen. So, wir laden jetzt mal die Eileen in die Gruppe mit ein. Und den Harry auch. Und dann ziehen wir zu viert nach Wintergrim. Auf geht's. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Tatata. Du bist nach Hause gegangen, stimmt ja. Ja, ich wegen der Reiserei. Ach, mein Gott. Hä? Ich hab gesagt, mein Gott. Boah, ich hab jetzt wieder Mana 433. Voll unnötig viel. Bitte? Mann, hast du viel Mana. Ja. Ja, das ist durch die letzten Ausrüstungsgegenstände, die ich mir geholt habe. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten. Ab Level 54. Ich habe 390 Mana nur. Ja, aber gut, das ändert sich im Spiel ja auch ständig hin und her und hin und her. Irgendwann werde ich auch mal wieder wahrscheinlich nur noch 150 haben oder so. So, ich muss mal gerade hier den aktuellsten Quest-File machen. Westrilund, Austrilund. Sag mal, komm, wir gehen mal in die mysteriöse Höhle. Okay. Dein Freund möchte gerade nicht gestört werden, der Harry. Huch! Da fällt mein Essen auf den Boden. Ah, anscheinend hat Deutschland gewonnen, so wie es da draußen anhört. Ja, toll. So, der geht in Kupferknuspe. So. Wer schreibt denn da? Hi. Ach, der Joshua. Der Yoshi. War das schon die ganze Zeit dabei? Oh. Frostzweig. Ja, passt. La 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 la. Oh, der. Schreibt der Joshua. Das heißt, der ist schwer oder was? Oh, der sieht aber mal cool aus, der Frostzweig, oder? Ja. Sieht auf jeden Fall anders aus als die anderen Bäume, ey. Ey, Kaius, wir haben dasselbe Reittier. Nein, das gleiche. Ist Jacke wie Hose, ob das gleiche oder dasselbe? Bitte? Ist doch Jacke wie Hose, ob das gleiche oder dasselbe? Nein, ist es nicht. Kennst du den Unterschied? Zwischen dasselbe und das gleiche. Nee, nicht wirklich. Wenn wir uns treffen und ich habe ein Glas Wasser vor uns stehen, ich trinke aus diesem Glas und du trinkst aus dem Glas, dann trinken wir aus demselben Glas. Ach so, ja, okay. Wenn jeder für sich ein Glas mit dem Getränk hat, haben wir beide das gleiche Getränk, aber nicht dasselbe Getränk. Weil wir uns nicht das Getränk teilen, sondern jeder hat eins für sich. Verstehst du? Stimmt. Wo ist Harry? Wenn ich Harry mal lese, erinnert mich immer an Harry Weinfurt. Harry ist in... Der war da draußen. Hogwarts. Ja. Da ist der Harry. Gammelt da so ein bisschen ab. Was? Sagt dir der Name Harry Weinfurt was? Ja, und der sagt mir was. Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. Hast du das früher auch geguckt? Mhm. War eigentlich gar nicht so schlecht. Aber stimmt, wie hieß noch, wie heißt nochmal dieser ätzende, dieser, wie heißt es, der Typ, der die Sachen angekündigt hat und so. Boah. Wie hieß der Typ nochmal? Komm ich jetzt nicht drauf. Der hat ja auch so eine eigene Sendung auf so einem QVC oder irgendwie so ein ätzender Kanal. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Der Typ ist so nervig, oder? Mhm. Boah, den kann ich überhaupt nicht leiden. Hast du mal die Verarsche von dem gesehen bei Switch?
Das ist wirklich super, super, super. Musst du mal irgendwie nachgucken, wenn du Zeit hast. Oh, jeden Freitag auf Sat 1 gucken. Hm? Kann ich jeden Freitag auf Sat 1 gucken. Was? Switch Reloaded. Auf Sat 1? Das läuft doch auf Pro 7. Nein, auf Sat 1. Echt? Ja. Na gut, ich gucke ja schon seit 2 Jahren keinen Fernseher mehr. Ich guck mir alles nur noch im Internet an. Ich gehe nicht mit in die nächsten Kämpfe, damit der Harry mit rein kann. Okay, Chaos? Chaos. Entschuldigung, Chaos. Chaos? Chaos. Ich freue mich schon ein bisschen auf die Gamescom. Ja, ich auch. Bin gespannt, was es dieses Jahr abzugreifen gibt. Ich habe letztes Jahr auf der Gamescom eine super geile Spielezeitschrift gekriegt. Voll die Gamescom und ich freue mich über eine Zeitschrift. Aber ist wirklich so. Die heißt Chip Power Play. Kennst du die? Ja, ja. Ja? Aber ja. Gefällt dir nicht? Ich kenne es, ich habe es noch nie gelesen, bin ich ganz ehrlich. Achso, die ist super cool. Die hat so ein bisschen, kennst du das GI-Magazin? GI, die Zeitschrift. Nee. GEE. So was ähnliches für Geeks in dem Sinne, ne? So für Neumann-Kluge. Nein, nein. Das war auch eine Spielezeitschrift. Die lief ein paar Jahre. Die war ganz anders als diese regulären Spielezeitschriften, weil da wurden noch viele andere Themen abseits behandelt. Wo es auch noch ein bisschen an Hintergrundwissen ging und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit irgendwelchen Themen zu Spielen und so weiter und so fort. Die war sehr umfassend und hat sich nicht nur auf die Spiele konzentriert. Und die war total cool, ist aber leider abgesetzt worden. Die machen das jetzt nur noch online. Naja, und diese Chip Powerplay, die erinnert mich so ein bisschen daran, weil da werden auch viele ältere Spiele noch behandelt. Ich habe da zum Beispiel ein paar super coole alte Spiele gefunden, die ich auch mal eigentlich Let's Playen wollte. Das aber nicht getan habe bisher. Ich habe die Zeitschrift nämlich verlegt. Naja, und die habe ich auf der Gamescom entdeckt, die Zeitschrift. Ach, wozu, ey, der klaut mir meinen Genie. Nanu? Oh! Hui, was war das denn? Ach ja, der macht jetzt so eine Dreier-Attacke, so eine Dreier-Kombo. Gegen mich auch? Gegen dich auch, gegen uns alle. Joshua schreibt, ich finde, der hier ist einer der schwersten Andys von Wintergrim. Ja, den habe ich, der kommt mir jetzt auch gerade so blöd in Erinnerung. Okay, gut. Dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren auf das, was ich hier tue. Gut. 857. Ist der bekloppt? Wer hat denn kein Zeichen der Courage? Was will er uns damit sagen? Ach, der hat jetzt hier wieder so komische Regeln aufgebaut. So wie hier dieser komische Doktor, Ja, ich war... Ohne Dendron. Genau, aber was meint er damit? Zeichen der Courage. Guck mal, jetzt macht er uns die Schilder weg. Ja, ja. Der Sack. Oh, Freunde, jetzt müssen wir aber Gas geben. Was geht denn hier ab? Ja, Joshua, dann machen wir fertig hier. Oh, shit. Der ist aber scheiße drauf, wa? Mhm. Oh, fuck. Den habe ich jetzt aber ein bisschen unterschätzt, ne? Ja. Ja, gut, dass ich hier nicht alleine reingegangen bin. Nee. Okay, jetzt wird der Kevin böse. Aber bei 8 Leuten im Kampf ist das wieder sowas, was sich ewig ziehen wird, wahrscheinlich. Ich denke auch, das geht bis in die nächste Folge, denn diese Folge ist in 1 Minute vorbei. Wen soll ich heilen? Joshua, alle, glaube ich. Was ist das denn? Achso, die habe ich schon mal gesehen. Ja, die Serie. Kritisch, sehr schön. Oh! Geil!
Ja, das ist ja mal super, oder? Definitiv. Cool. Ach, der Joshua. Das hat jetzt der Joshua gemacht, ne? Ja. Nee. Cool. Der Joshua ist auch Level 95 schon, ne? Boah. Was hab ich denn alles hergekriegt hier? Puh, gibt's denn hier irgendwas zum Angucken wieder? Bevor ich hier später nochmal hin muss. Ach, die Scheiße. Was ist los? Stiefel des beißenden Bären. Ja, Wahnsinn. Das ist jetzt vorbei. Ich habe hier Kapuze der dunklen Wasser, aber erst ab Stufe 56. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und tschüss.